Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau da unten bin ich hier. 112 steht hier. Also mein Level 112, was gar nicht stimmen kann, weil wenn ihr mal nach oben guckt, dann steht da Level 57. Keine Ahnung, was das bedeutet. So, der Leader von den Zombie Cowboys muss natürlich wieder mit einem 1,5 Millionen Dollar Chat fliegen. So, das muss einfach sein, wisst ihr? Was soll ich sonst machen hier in GTA? Wisst ihr, ein Video in GTA zu machen ist gar nicht mal so leicht. Man weiß nämlich nie, was man tun muss und was man machen will. Aber egal. So, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, außer Tom Schmidt. Dem wünsche ich nichts Gutes. Ist so ein YouTube-Troll, 4 Jahre alt, blonde Haare, wird gemobbt. Und Kevin. Aber er nennt sich Tom Schmidt. So, okay, wir gehen jetzt mal auf die Rollbahn und machen das... machen das mal richtig professionell, weil ich habe es... Ich will jetzt nicht damit angeben. Doch, ich gebe damit an. Ich muss jetzt damit angeben. Ich bin der beste Pilot in GTA 5. Absolut. Mich kann man nicht toppen. Also, wenn ihr richtig fliegen wollt, erstmal hier auf die Landebahn und dann ganz langsam das Triebwerk starten. Dann den Motor kommen lassen. Und langsam den Steuerknüppel nach oben und dann das Fahrwerk einfahren und ihr seht, wie schnell ihr nach oben geht. Der Besserer hat eine Geschwindigkeit von 220 Stundenkilometer. Ihr legt 50 Meter pro Sekunde zurück. 500 Meter in 10 und in 100 Sekunden über 5 Kilometer. Und wir sind jetzt schon fast auf der maximalen Höhe. Und jetzt... Jetzt springe ich. Achtung! Und zwar im Looping springe ich. Es ist unglaublich spektakulär. Das müssen wir uns in der First-Person-Ansicht angucken. Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Okay, ich springe. Okay. Jetzt sind wir sozusagen im freien Fall. Und jetzt muss ich natürlich versuchen, noch so weit wie möglich, wenn es geht, natürlich zu schweben, einen Wingspeed zu machen. Das funktioniert in GTA wunderbar. Achtung, wir können nämlich nach vorne gleiten. Perfekt. Der Leader kann fliegen. Ich bin so unbesiegbar. Schaut euch meine Macht an. Oh. Nein. Meine Macht. Meine Unbesiegbarkeit. So, ihr Spinon-Fans. Wir sind jetzt wieder hier. Gleich wieder am Leben, weil wir sind natürlich unbesiegbar. Yes! So, der Leader hat beschlossen, alle rauszuschmeißen. So, Zombie Cowboys, verpisst euch alle. Ich will meine Ruhe haben. Oh! Mir wurde immer wieder unterstellt, dass ich immer das Gleiche mache. Ey, was war denn da gerade gleich? Ich bin gerade mit einem verdammten 1,5 Millionen Dollar besserer Kampfjet geflogen. Hab den Schleudersitz aktiviert. Und bin natürlich noch sicher hier auf dem Boden gelandet. Ohne Fallschirm. Perfekt, Leute. Kann ich da nur sagen. YouTube Gamescom ist halt mächtig. Und mir reicht es nicht nur, der Leader von einem der vom größten Clan Europa zu sein. Nein. Ich will König werden. Ich will Präsident werden von GTA Online. Und ich werde die Macht noch an mir reißen. An mich reißen. Ihr werdet alles sehen. Es wird noch viel kommen. Ich bin erst dabei, GTA zu säubern. Unter meiner Führung, unter meinem Kommando. Werden wir etwas Neues erschaffen, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, meine Gefolgsleute und Ritter und Paladine. Wir sind es,
Ich brauche euch. Und unsere Feinde hier sind in den GTA die Polizisten. Ihr wisst es. Den Standardspruch habe ich auch schon 50.000 Mal gesagt. Genauso wie der Standardspruch über 7.000 Mitglieder. So. König. Das will ich werden. Präsident eben. Ja, Chef von dem Ganzen. Von allen. Oh, das werde ich auch noch machen. Was ist denn jetzt los? So. Und ihr seht, wie geil ich mit der Waffe umgehen kann. Yes. Oh, ah, mein Zahn. Und ja, was ich noch fragen wollte. Wünscht ihr euch eigentlich auch mal ein anderes Spiel außer GTA 5? Ich werde auf jeden Fall bald. Unglaublich so. Unglaublich, diese Nachricht jetzt klingt. Es ist so spektakulär, dass ich jetzt hier das Auto zur Explosion bringen muss. Fallout bringen. Fallout 4. Uncut. Und dann werden wir natürlich noch Call of Duty zocken. Vielleicht hole ich mir auch noch Black Ops 3. Obwohl ich scheiße finde, aber auch in Black Ops 3 gibt es noch viele Monte Army Kinder, die wir noch zur Vergeltung bringen müssen mit meinem Clan Libanon Elite. Mit dem Lieder Agent 007 oder wovor. Grüß an dich. Perfekt! So, haut rein, Leute, außer Tom Schmidt und bis zum nächsten Mal. Euch Rieskom auf der PlayStation 4. Ciao!